Jawohl, der Stil 1, Throw on D. Da gibt es ja immer so die Diskussion, ja, soll ich Stil 1, Stil 2 haben? Stil 1 ist leicht, Stil 2 ist der sogenannte Heavy Throw on D. Meines Erachtens macht das keinen Sinn. Hauptsache, du kannst den vollführen oder kannst ihn auch sauber spielen und hast Spass daran. Das ist natürlich immer so ein bisschen, in welcher Band du spielst oder wie dein Lehrer dir das dort beibringen. Mir ist das eigentlich gleich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gewöhnt, den Stil 2 zu spielen. Das ist mir so beigebracht worden und mir läuft der einfacher, weil ich den schon seit Jahrzehnten eigentlich so übe und spiele. Und die Feedbacks von den Judges sind immer sehr gut. Also von dort her denke ich, ist das nicht schlecht. Aber nichtsdestotrotz, der Ablauf habe ich jetzt da nicht in der Päckle-Methode gemacht, aber ganz kurz. Also ich habe nicht das Päckle-Methode-Blatt dazu kreiert. Aber wenn man dann miteinander anschaut, was ist der Unterschied? Du hast wieder eine Note, wo du herkommst, zum Beispiel Low E. Jetzt gehen wir wieder auf Low G. Und jetzt machen wir eine Degressnote auf C und dann ein D. Da musst du ein bisschen mit dem Lehrer schauen oder mit dem Pipe Major, wie er das möchte gerne betont haben. Oder ich das mal kurz vorspielen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf dem Low G länger oder geht das so regelmäßig durch. Das hängt ein bisschen von deinem Lehrer oder Pipe Major ab und am besten nimmst du das so natürlich ab, wie er das gerne möchte. Aber wenn du den möchtest sauber üben, ist es 0, es A, das 1 ist Low G, dann machst du eine Degress-Note ganz kurz aufs C und dann der Wurf aufs D. Achtung! Ich sehe noch viel, die Leute machen eine Art einen D-Strike. Und dazu kann ich jetzt nicht sagen, ist das richtig oder falsch. Ich persönlich würde jetzt das als falsch anschauen, wenn wir das so werten wollen, weil es ist eigentlich in meinen Augen eine D-Gräs-Note, die du machst aufs C und dann der Wurf. Also so lese ich das aus dem Embellishment raus. Und darum gibt es immer die grosse Diskussion, ja, Stil 2, Stil 1. Für mich ist halt der Stil 2 einfacher, weil er hat einen klaren Ablauf. Alle machen das Gleiche und wenn du das in der Band machst, du kannst das mit 100, mit 10, mit 15, was auch immer. Das klingt immer gleich, aber dann mal bei euch in der Band oder der Gruppe fragen, oder sagen, ja, wenn ihr den Stil 1 spielt, jeder soll es mal vorspielen. Und dann wirst du hören, ihr habt irgendwie 5 Leute oder 10 Leute und jeder spielt es anders. Und es ist nicht gleich. Aber wenn ihr den Stil 2 macht, dann ist das immer gleich. Also daher, wie gesagt, Pipe-Mädchen fragen, Lehrer fragen, Stil 1 oder der leichte Throw-On-D. Und jetzt wünsche ich dir viel Spass. Ich mache auch dazu noch kurz ein Übungsvideo, wo du nachher kannst mit mir gerade mitspielen. Gut, Übung zum Throw on D Stil 1 oder der leichte Throw on D. Nimm den Practice Jumper in die Hand. Zuerst können wir kurz den ohne Dreiblasen miteinander machen. Das ist, wir starten bei einem Low E. Jetzt kommt das 1, Low G. Das 2 ist eine D-Gräs-Note auf C. Und auf dem 3, da enden wir auf dem D. Ich spiele es einmal vor. Gut, machen wir das gerade. Zwei, dreimal miteinander zusammen. Get ready. Noch zwei. One, two. Und jetzt auch da noch dreimal üben. Und nach Wochen oder Monaten wirst du merken, dein Throw die wird immer runder, du hörst das Tra und deine Finger fliegen schön über den Pipe Chanter oder Practice Chanter. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Üben.